Das tägliche Leben in der Stadt war geschäftig und lebendig. Es wurde viel gearbeitet, aber auch studiert und debattiert. Und der Juden war Worms in dieser Zeit als eines der führenden geistigen Zentren bekannt. Die erste Synagoge in Worms wurde im Jahre 1034 erbaut. 1938 wurde sie von den Nazis in Brand gesetzt. Bis dahin war sie immer der Mittelpunkt der Gemeinde. Jeden Tag gab es zwei Gottesdienste. Jeder dauerte mindestens eine Stunde am Schabbat, noch etwas länger. Auch christliche Gottesdienste waren damals so lang. Synagoge und Badehaus wurden sehr wahrscheinlich von den gleichen Steinmetzen erbaut, die auch den Dom errichtet hatten. Die Synagoge war aber auch der Ort, an dem zu Gericht gesessen und der Talmud studiert wurde. Die Synagoge sollte ein attraktiver, einladender Ort sein und an den Tempel in Jerusalem erinnern. An den hohen Feiertagen wurde sie üppig dekoriert. Es wird berichtet: Der Fußboden und die Wände der Synagoge werden mit Kräutern bedeckt, die angenehm duften. Eine Rose wird auf den Platz jedes Gelehrten und jedes führenden Gemeindemitglieds gelegt, auch wenn dieser kein Gelehrter sein sollte. Frauen saßen in einem abgetrennten Teil der Synagoge, der später, im Jahre 1212, an die Männersynagoge angebaut worden war. Fünf kleine Fenster erlaubten den Frauen einen Blick auf die Seite der Männer. So konnte ihre Vorbeterin dem Ablauf des Männergottesdienstes folgen. Das Zentrum der Synagoge bildete das Lesepult, an dem die Tora in ihrer Originalsprache, dem biblischen Hebräisch, gelesen wurde. Das Pult war auf drei Seiten von Bänken umgeben. An den Wänden sorgten Fackeln und Kerzen für Licht. Die nach Osten weisende Wand war für den Toraschrein reserviert, denn das war die Richtung nach Jerusalem. Im Tanzhaus versammelten sich die Menschen für Hochzeiten, Festlichkeiten und andere Zusammenkünfte. Tanzen war sowohl bei Juden als auch bei Christen ein beliebtes Vergnügen. Auch durchreisende Sänger traten bisweilen im Tanzhaus auf. Für Feste wurde der Raum wundervoll geschmückt. Die Frauen bringen ausgewählt schöne Früchte mit, um den Tisch zu schmücken und in den Tanzsaal zu legen. Wer Weinfässer bei sich gelagert hat, bringt ein Gefäß mit Wein mit. Man isst Obst, trinkt und ist fröhlich. Man entzündet ein großes Freudenfeuer im Hof des Tanzsaales. Wenn das Feuer gut brennt, gehen der Rabbiner und die versammelte Gemeinde nach draußen, um der Fröhlichkeit zuzuschauen. Die Gemeindemitglieder tanzen um das Feuer herum und feiern. Das Ritualbad ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Das hebräische Wort Mikwe bedeutet eine Sammlung von Wasser. Die Mikwe dient nicht der körperlichen Reinigung. Diese sollte vor dem Besuch bereits stattgefunden haben, sondern der rituellen. In Worms gab es nur ein Badehaus, das von beiden Geschlechtern zu unterschiedlichen Zeiten benutzt wurde. Frauen gehen zum ersten Mal vor ihrer Hochzeit in die Mikwe. Das Religionsgesetz verpflichtet sie, sich nach jeder Menstruation und nach der Geburt eines Kindes einer rituellen Reinigung zu unterziehen. Männern wird der Besuch der Mikwe empfohlen. Er ist aber kein religiöses Gebot. Viele Männer besuchen die Mikwe vor dem Schabbat und vor den Feiertagen. Der Eingang zur Wormser Mikwe liegt ungefähr 7 Meter über dem Grundwasserspiegel. Auf halber Strecke nach unten gab es eine Art Umkleideraum mit einer Steinplatte, auf der man seine Kleidung ablegen konnte. Der regelmäßige Besuch in der Mikwe wurde als angenehm empfunden. Etwas, auf das man sich im Alltag freuen konnte. Jüdische Häuser glichen damals weitgehend christlichen Wohnstätten. Die zeitgenössische Beschreibung eines wohlhabenden jüdischen Haushalts zeichnet ein lebendiges Bild. Eine sichere Pforte tat sich auf und man trat in ein mit Blumen freundlich geschmücktes, an Glanz und Herrlichkeit reiches Gemach. Es war an den Wänden mit fein poliertem Holz getäfelt und verziert, mit bunten Vorhängen und Schnitzwerk. Um 4:30 in der Frühe klopfte der Gemeindediener ans Fenster und an die Türen, um die Menschen für den Morgengottesdienst zu wecken. Der Arbeitstag, der von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dauerte, war rund um die Gottesdienste in der Synagoge organisiert, sah aber auch Zeit zum Lernen und für die Patten vor. Tagsüber war es laut in den Straßen. In der Nacht waren sie still und dunkel. Die Häuser waren häufig von blühenden Gärten umgeben. Unterschiedlichste Gerüche drangen auf die Bewohner der Straße ein. Neben dem Duft von Gebacktem aus den Küchen, von Blumen und Kräutern aus den Gärten, roch es aber auch nach Abwässern und Abfällen.
Am Ende des 11. Jahrhunderts lebten ungefähr 500 Menschen im Wormser jüdischen Viertel. Im Verlauf des Mittelalters verschlechterten sich jedoch die Lebensbedingungen der Juden in allen städtischen Gemeinden. Um das Jahr 1500 hatten Verfolgung und Vertreibung die Zahl der Juden in Worms auf 241 verringert. Diese lebten in 42 Häusern. Das jüdische Religionsgesetz verlangt, dass jüdische Friedhöfe außerhalb der Wohngebiete angelegt werden. Berühmt sind auf dem alten jüdischen Friedhof von Worms die Gräber des Rabbi Meir und Alexander von Fünfen. Rabbi Meir wurde 1220 geboren. Als sich die Lage für die Juden verschlechterte, beschloss er, ins Heilige Land auszuwandern. Unterwegs wurde er von Soldaten des Königs, der Lösegeld erpressen wollte, gefangen genommen. Um weitere Gefangennahmen zu verhindern, untersagte Rabbi Meir den jüdischen Gemeinden die Bezahlung des Lösegelds. So starb er in Gefangenschaft. Aber selbst sein Leichnam wurde nur gegen Bezahlung herausgegeben. Alexander von Wimpfen verkaufte seine ganze Habe, um das Lösegeld zu bezahlen. Darum liegen beide nebeneinander begraben. Aus einem jüdischen Reisebericht erfahren wir: Alle jüdischen Gemeinden finden sich entlang des großen Stromes, des Rheins. In den Städten leben Gelehrte und Gemeinden, die ihre Nächsten lieben und friedlich mit allen in nah und fern verkehren. Nach den Verfolgungen, die auf den Ausbruch der Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts folgten, wurden die Juden aus Worms und anderen Städten ausgewiesen. Einige Juden kehrten 1353 zurück und es gab in späteren Jahren wieder eine jüdische Gemeinde in Worms. Aber ihre Bedeutung als geistiges Zentrum war für immer dahin.